Evet, so hallo meine Lieben. Hier habe ich eine. Bu altı oda mıydı ya? Beş oda. Also beş mi? Also eine fünf. Beş oda bir salon. Tamam, o zaman biz altı diyoruz. Also eine sechs Zimmer Wohnung zeige ich euch jetzt, ja? Und die gute Aura wegen der Moschee daneben, ja? Und jetzt passt mal auf, was ihr gleich zu sehen bekommt. Sechs Zimmer, ja? Und die geht nur über mich, ja? Und hier haben wir das Wohnzimmer. Es wird gerade neu gestrichen. Es wird gerade neu gestrichen. Die Miete beträgt nur 6.000 Lira. Das sind aktuell 350 Euro plus minus. Also immer, wir zahlen in Lira, okay? 6.000 Lira. Bei dieser Wohnung zahlen wir in Lira. Und hier mal die Aussicht. Es wird noch sauber gemacht alles. Es wird noch alles sauber gemacht. Ihr seht schon, das ist auch nötig. Das Geile ist hier. Wir gehen jetzt noch rauf zur Terrasse. Ja, sie hat auch eine Terrasse für den Preis. Ja, ich habe halt nun mal die besten Objekte. Mensch, hier ist mein Café. Da ist mein Café, da ist der deutsche Bäcker. Da ist ein hübsches Mädel, die gehört mir. Dann hier hinten haben wir die Burg. Da hinten der Mahmutlar. Ja, hier haben wir zwei Baustellen, aber in dem Fall schauen wir mal, wie viel Mehrblick wir noch haben. Also ich nenne das Mehrblick. Ich nenne das Mehrblick. Ohne Zoom. Ich zoome das nicht mal. Ja? Also, hier haben wir einen riesen Balkon zu vermieten. Ja? Zu vermieten. Das wäre die Küche. Herd ist schon dabei. Spülmaschine ist mit dabei. Aber das war's. Kühlschrank und so müsst ihr hier daneben hinstellen. Ja? Die Wohnung wird leer vermietet. Für 3.000 oder 4.000 Euro kann ich es euch ausstatten, wenn ihr möchtet. Ihr könnt es aber auch selber machen. Es ist hier günstig, Möbel und so sind günstig. Das ist die Garderobe, Eingangsbereich, Riesengarderobe. Das ist eine Riesenwohnung, knapp 300 Quadratmeter. Ja? Und für den Preis, mega, wirklich 6.000 Lira. So, leider haben wir keinen Strom, aber ich mache mal Licht an. So, also hier haben wir den Waschbecken, ja. Hier haben wir den Duschbereich, da fasse ich sogar mit vier Mädels hin. Gestern hatte ich eine, das war nur mit drei Mädels, aber diese hat vier Mädels Platz. Hier Waschmaschinenplatz, Durchlauf-Elzer müsst ihr euch noch besorgen. Und wie gesagt, kann ich auch alles machen, aber macht es lieber ihr, denn dann könnt ihr selber in Ruhe aussuchen. Hier haben wir nochmal ein Zimmer, hier haben wir nochmal einen Balkon, das ist die Aussicht nach hinten. Wir sind gleich neben der Moschee und wenn jemand meint, er nimmt eine Wohnung weit weg von der Moschee, da irrt er sich, dass er dann keinen Lärm bekommt, denn da gibt es Lautsprecher verteilt, damit die Leute wissen, es ist die und die Uhrzeit oder heute ist soweit. Ne? Und ich persönlich weiß, dass eine Moschee eine gute Aura ausstrahlt. Es ist so, weil wir haben hier, seht ihr schon, Obstbäume in der Moschee, Sitzbänke. Man kann relaxen, sich hinsetzen, Bismillah Rahman Rahim, und man kann mit Gott reden. Man sieht hier auch Gott, ja, durch die vielen verschiedenen Pflanzen und die freundlichen Menschen. Hoffentlich machen wir die freundlichen Menschen die Seele nicht kaputt. So, in dem Fall auch Kippfenster. Also, wie ist die Bezahlung? Die Bezahlung schaut so aus: eine Monatsmiete. Kaution, eine Monatsmiete, erste Monatsmiete und zwei Monatsmieten Maklerprovision. Ja. Hier wird noch gestrichen, er ist gerade dabei, ihr habt es ja gesehen, also hier sieht man schon Mängel, das wird abgeschliffen. So, ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer mit dem Wohnzimmer und riesengroße Wohnung. Jetzt gehen wir mal rauf und zeigen euch die Terrasse, damit ihr euch verliebt. Und ihr werdet euch verlieben. Ja, hier haben Kinder gewohnt, wie man sehen kann. Die ist ideal auch für Kinder. Man hat viele Zimmer. Dann haben wir hier nochmal ein Zimmer. Ach, ist das nicht schön hier. Ist einfach geil hier. Ja, geil. Nein, ich fange nicht damit an, was so eine Wohnung in Deutschland kosten würde. Denn ich weiß, dass es unbezahlbar wäre mit Terrasse und Pool. Wir haben auch einen Pool. Und hier haben wir nochmal ein Bad. Bad Nummer 2. Aber wir haben nochmal ein Bad. Also ihr könnt auch die Waschmaschine hier anschließen, wenn ihr wollt.
Eine riesen Wohnung, wirklich. Und der Preis ist super, 6.000 Lira. Lira, ich sag nicht Euro, Lira. Ja. Dann haben wir hier oben nochmal so eine kleine Küchenzeile. Warum? Für die Waschmaschine, zusätzliche Waschmaschine. Und wenn man hier einen Kaffee trinken will, kann man dann hier den Kaffee machen. Man muss nicht runter zur Küche. Dann haben wir noch einen begehbaren Kleiderschrank hier. Begehbarer Kleiderschrank. Und das wäre das Schlafzimmer, riesengroß. Leider ist diese Wohnung nicht zu verkaufen. Das wäre nämlich eine Mega-Wohnung und das ist meiner Meinung nach schon eine Mega-Aussicht. Jetzt bin ich fast dagegen gelaufen. So. Wie gesagt, die Wohnung nur über mich. Ich kann euch auch Fotos machen, Fotos schicken. Die Baustelle hier drüben, brauche ich ja nicht sagen, dass da eine Baustelle drüben ist, das seht ihr ja. Aber die ist bald fertig, die bauen hier sehr schnell. So, wie gesagt, da ist der deutsche Bäcker, da ist mein Café, da vorne sind Supermärkte. Also hier ist wirklich super und da vorne ist der Beach Club. Ihr seht, wie nice es ist. Dann den Pool, hier unten ist der Pool mit Gartenbereich. Der Pool, seht ihr den? Dann haben wir das Bad hier. Also 3 Bäder und der Hinweis wieder, dass die Wohnung, wenn ich sie hochgeladen habe, bestimmt schon weg ist. So, hier haben wir nochmal ein Bad. Ja, dieses Schlafzimmer hat ein eigenes Bad. Leute, ich will echt nicht arrogant rüberkommen. Ich versuche es immer nichts zu machen, aber die Objekte bringen einen dazu, weil ich halt wirklich die schönsten Objekte habe. Ja? Sorry! Also nochmal, 1, 2, 3, also 6 Zimmer, Leute, ja, 6 Zimmer, wirklich top. Das Schlafzimmer, da wachst du auf, neben deiner bezaubernden, ja, hoffentlich, und dann hast du diese Aussicht, ja, das macht schon Spaß, ja. Und dann gehst du in dein eigenes Bad und dann gehst du in deinen eigenen begehbaren Kleiderschrank. Aktuell haben wir die Woche der Vermietungen und ich muss mir ja die Maklerprovision teilen und deswegen für all diese Arbeit, ja, dass ich sie auch vorführe und zeige, 2 Makler, 2 Monatsmieten Maklerprovision. Okay, meine Lieben, so viel von mir. Nochmal ein Blick. Wunderschön. Soll ich mal runtergehen? Hallo, Tschochte Schokolade, Belert, Tschochte Schokolade. Görsches. Tschüss. So, jetzt fahren wir runter. Den Aufzug. Blau ist okay noch. Aber ich habe noch recht drin. Ah, Anatarama. Ja, Pazartesi alalım, Pazartesi. Pazartesi. Ja. Blau ist okay, grün ist besser. Gelb und rot. Also rot ist sowieso bedenklich. Da, hier ist nämlich Pflicht, dass man jeden Monat Wartung macht. Ja? Als Hausbesitzer hast du die Pflicht, dass die Aufzüge jeden Monat gewartet werden. So, jetzt gehen wir mal zum Pool. Das ist der Eingangsbereich. Ja, die Leute stellen ihre Fahrräder hier rein, aber stört ja irgendwie nicht, da ist ja noch genug Platz da. Ne? Die Tür ist offen und ihr seht schon an den Schlüsseln, wie es hier ist mit Briefkästen. In Deutschland undenkbar, da werden die Schlüssel schon lang geklaut von irgendjemandem. Schon lange. Hier haben wir Rosen im Gartenbereich. Das hier funktioniert nicht, das ist nur Pseudo. Muss ich euch dazu sagen. Manche Sachen funktionieren hier nicht im Haus. Ich muss immer ehrlich mit euch sein. Manche Sachen funktionieren nicht wie die Sprechanlage. Ja? Aber die Wohnungen sind top, ja? Deswegen will auch keiner raus. Ja? Nur die, die sich was kaufen, die gehen dann raus. Wie gesagt, die sind nicht zu verkaufen. Aktuell die Baustellen sind sehr laut. Avocado, Zitrone, Orange. Und das war, Mensch. Herrlich, 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 herrlich. Ja, also hier muss noch einiges gemacht werden. Ihr seht schon, das wäre der Pool.
Da muss neu gepflastert werden, neu geteert werden. Und hier, ihr seht schon, es ist einiges zu machen. Aber es hat euch nicht zu interessieren. Ihr habt eure Wohnung, wenn ihr Nebenkosten bezahlt, dann passt es, oder nicht? Stimmt's? So, ich habe jetzt gedacht, die Nachbarin, unsere liebe Freundin, ist in der Nähe, aber die ist nicht so. Strand ist gleich um die Ecke, ne? Wisst ihr. Ne? So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Es kommt doch eine Wohnung heute rein aus Mahmudladen, eine 2 plus 1. Muss ich jetzt filmen für einen Freund, habe ich schon versprochen, zigmal. Hier Fahrradparkplatz, dann hier haben wir Risse, die müssen Sie mal beheben. So, soviel von mir. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. War anstrengend, sehr anstrengend.